So, hallo, wir machen weiter bei Breath of the Blödsinn. Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Und letztes Mal haben wir wieder einen Hinterhalt überstanden und sind zu Recken geworden. Jetzt weiß ich nur nicht, es gab keine Anzeige. Habe ich jetzt das coole Reckenkostüm oder bin ich immer noch der komische Soldat? Ah, da fehlen mir 20 irgendwas. Das geht auch nicht. Das geht. Einfach durch die Wüste. Okay. Aber habe ich jetzt das coole Recken? Ja! Nice! Perfekt! Bin zufrieden. Aber eine Kopfbedeckung hätte ich noch gerne. Jetzt kann ich ja irgendeine Kopfbedeckung nehmen. Ich meine, da passt jetzt ja wirklich recht viel dazu. Naja. Ja. Nee. Ja. Ah, das ist... Am ehesten der Helm. Aber am ehesten auch einfach gar nichts. Ich meine, es ändert ja nichts. Es macht ja kein... Es ist ja nicht so, dass das irgendwas... Es ist ja wirklich nur Aussehen. Es ist ja wirklich nur... Oh, ich muss aber... Ich muss... Ah! Ich muss waffenlos werden. Hallo, Waffenhändler. Ja, so war's richtig. Was ist denn jetzt, wenn ich die verkaufe, anstatt dass ich die verarbeite? Ich bekomme halt nicht mal ansatzweise. Das ist halt die Frage, ne? Ich denke, ich habe mehr davon, wenn ich das Masterschwert verstärke weiter. Vielleicht hat es ja irgendwann wirklich so ein Maximum erreicht und dann kann man es nicht mehr verstärken. Also dann kann ich auch Ruhe geben. Okay, Lanze haben wir schon, zack. Wir behalten mal einen... Ach, komm, wir schon mal ein bisschen Schwachsinn weg damit. Ist doch echt Schwachsinn. Lanze haben wir ja hier, diese krasse da, ne? Nee, Quatsch, wo ist die krasse Lanze? Doch, die Ritterhellebarde mit der 27 ist die krasse Lanze. Also kann die weg, die weg, die weg. So. Ab dafür. Und wenn ich Geld mal brauchen sollte, ich glaube, ich habe genug zum Verkaufen, ganz ehrlich. So. Die weg. Dann die nicht. Da ist eine Holzfäller-Axt, da ist eine Meister-Axt. Die ist stärker. Also kann die weg. Die Mobkeule kann auch weg. Zwei Hände lassen wir mal liegen. Hammer lassen wir mal liegen. Das ist eine normale Holzkelle. Ne? Das ist nicht die Glückskelle, das ist nicht das DLC-Item. Das heißt, die Holzkelle lassen wir mal. Kann weg. Reiseschwert kann weg. So, und dann ist erstmal wieder genug Platz hier. Bei den anderen. So viel haben die jetzt nicht bekommen, die letzten Missionen. Ah, nee, die haben überhaupt nichts bekommen. Ist okay. Gut. Wir gehen jetzt in die Wüste. Da ist nämlich nur eine Mission. Auf geht's. Und ich hoffe, es bleibt bei dieser einen und es kommt nicht gleich wieder eine nach, wenn ich die geschafft habe. Wir werden es sehen. Ach, jetzt muss ich wieder laden. Lade. Ich habe schon mal gesagt, wenn hier der Missionstext wäre, dann wäre das so viel besser gewesen. Weil dann würde man auch lesen, was los ist. Weil da würde man jetzt die Zeit nutzen und den Missionstext lesen. Warum haben die nicht an sowas gedacht? Weil so ist der Missionstext außen und ich verliere Zeit, indem ich ihn lese, ohne dass was passiert. So verliere ich Zeit und warte und kann den Missionstext trotzdem nicht lesen. Das ist nicht durchdacht. Das ist nicht durchdacht. So, begib dich nach Gerudo-Stadt. Machen wir. Das sind doch gleich die ersten Gegner. Hier ist doch rot. Oder auch nicht.
Ach, das ist ein Tor und kein Gegner. Ups. Ist aber auch kein Zeitlimit jetzt, ne? Gibt's hier Crocs? Glaube nicht. I don't think so. Die Monsterhorden wurden entdeckt. Ah ja. Ich will doch nur... Ich würde ja, wenn ich hinkommen würde. Okay, wir gehen außen rum. Ich verstehe. Oh, da hat ein Hammer. Er wird ihn einsetzen. Aua. Er hat ihn eingesetzt. Nice. Und ab dafür. Oh, nice. Bin ich wieder voll. Ah, die Wüste ist halt schon ein riesiges Gebiet, ne? Okay, ich muss die alle retten, deswegen gibt es noch einen extra Weg. Verstehe. Ich mache jetzt einmal hier ein paar Horden, bis wir auf A sind. Und dann gehe ich zur nächsten. Ah, da gibt es auch genug Gegner wieder. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Pfeilviecher da. Können wir erstmal ein A bekommen? Yep, sehr gut. Kuckuck. Sehr schön. Oho. So sage ich das auch immer. So, eine noch da drüben irgendwo. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo Crocs sind. Das wär fies. Aber natürlich nicht. Oh mein Gott. Natürlich nicht ausgeschlossen. Au. Er hat ein ganz schön langes Au. Ganz schön langes Schwert dabei. So, aber das haben wir gleich. Aua. Und tschüss. So, können wir jetzt nach Gerudo-Stadt. Oha. Okay. Die sind halt so viel einfacher als im Original. Das ist halt kein Vergleich. Dauert halt nur lange, das ist das Problem. Dauert halt nur brutal lange. Naja. Das sind die Bomben diesmal jetzt aber. Also der hat einfach nur Bomben als Schwachstelle und mal Eis und das ist abwechselnd. Oh, nice! Das geht hier auch. Wusste ich gar nicht.
dass man bei dem auch einen Attackenhagel auslösen kann. Not bad! Okay, jetzt wieder Eis. Dann sollte es das gleich gewesen sein. Yes! Der Finishing Move, wenn man die letzten, das letzte Ding macht, ist immer cool. Das ist nochmal so eine extra Attacke. Wie jetzt hier die Bombe ins Gesicht. Das ist cool. So. Gott. Ah, jetzt haben wir ein paar von diesen Dings bekommen, die ich da oben brauche. Reichen die aus? Fragezeichen. Keine neue. Ah, Mist, neue Mission. Verdammt. Oh nein, zwei. Zwei Stück. Ach komm schon. So, hier war das, ne? Ja, jetzt reicht das aus. Perfekt. Robosa Spezialangriffsleiste +1. Auf geht's. Das war noch lange nicht alles. Sehe ich auch so. Ah, die hat eine neue Spezial. Ah, ich verstehe. Wait, man kann dann mehrmals aufladen. Oh mein Gott, das brauche ich bei allen. Oh, das habe ich gar nicht begriffen, dass das geht. Okay. Das gibt's sicherlich bei allen, muss ja sein. Oh, voll gut, dass man die erweitern kann. Das ist jetzt schon ein spezielles Urbosa-Ding, weil sie auch diese Blitzattacke hat. Aber nee, das war die normale Spezialleiste. Das ist ja voll gut. Dann kann man das ja doppelt aufladen. Da, dum, dum, dum. Ja. Link. So, erober alle Vorposten. Okay, auf geht's. Yo. Ist Party. Aber wir sind gar nicht in den Vorposten. Wir sind gar nicht in dem Vorposten, den wir erobern sollen. Da drüben ist. Nee, da ist auch keiner. Das ist unserer. Die Richtung muss ich. In die Richtung müssen wir. Einmal hier raus. Und dann erstmal zu den ganzen Vorposten hinkommen. Da, jetzt, wenn ich nämlich die nächste. Wenn ich jetzt bei Link auch so ein Aufladeding hätte, dann könnte man da jetzt halt richtig gut loslegen. Ne? Aber so haben wir das halt gar nicht. Halt, ich muss hier lang. Da unten geht's rein. Yo, na, habt ihr Spaß? Ich auch. Das Hauptquartier darf nicht fallen, ja. Yo. Ein Monster ist bis zum Hauptquartier vorgedrungen. Ja, ist ja gut. Dann geht Urbosa halt zum Hauptquartier zurück. Nee. Kann ich Urbosa nicht schicken? Ah, Befehl, da. Hier, da, Hauptquartier. Go. So, Urbosa geht zum Hauptquartier. Wir sind happy. Ah, hier geht's nicht weiter. Wir erobern derweil nicht weiter. Übel. Da ist das nächste Hauptquartier. Ja, es sind nicht Hauptquartier, sondern ein Vorposten. Zack!
Oh, hier sind zwei. Das ist ja ärgerlich. Ich hoffe, ihr kriegt den gleich mit. Nein, ich habe bestimmt nicht mit. In your face! Sehr schön. Sehr schön. So, dann gehen wir hier einmal durch. Und gehen zum nächsten Boss. Ja. Ach, jetzt. Ich will doch einfach nur dadurch. Ich will doch nur mein A aufladen und dann dadurch. Aua. Und dann dadurch. Da unten ist es. Moment, wie komme ich da hin? Ah, hier. Blind muss man sein. Einmal A, jetzt ganz gerne. Nice, jetzt brauche ich beide anvisiert. Ah! So! Das dürfte passen. Ja, beide erwischt. Und wenn ich den jetzt auch noch so wegnehme. Ah, schade. Hat mich hingehauen, aber der ist auch gleich down. Ah, oh, das war's schon. Ja, easy. Ja, easy. Diesmal wissen sie gar nicht, was sie tun sollen. Sonst rennen sie immer weg. Jetzt wissen sie gar nichts mehr. So ein Ding ist das. Okay. Schön. Zack. Bitte nicht zu viele Waffen für mich. Ja, sehr gut. Eine Waffe ist okay. Gut. Prima. Keine neue Mission bitte, danke. Geht immer noch nicht, aber die geht. Da muss ich jetzt an, hier muss ich sowieso liegen spielen. Gerudo-Training. Ah, das heißt, ich verprügel wieder Gerudos. Okay, auf geht's, wir verprügeln Gerudos. Let's go. Gerudo-Training. Das heißt, am Ende kämpfen wir gegen Urbosa. Da freue ich mich ja jetzt schon. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Schneller, lad, schneller. Lad, schneller. Ich bin ein schlechter Let's Player, der nicht schneidet, während es geladen wird, weil er keine Zeit hat zum Schneiden. Wahrscheinlich hätte ich schon Zeit, aber ich fühle sie einfach nicht, die Zeit. Ich weiß es nicht. So, zack, danke, los geht's. Achso, ich muss die 6 Gegner, okay, die 6 Hauptgegner besiegen. Jetzt reicht's. Jetzt lege ich los, hat sie gesagt und wird verbrannt. Ja, Mensch. Jetzt reicht's. So. Hab sie auseinandergenommen. Da muss ich hin. Nee, hä? Ach, da. Also 5 Minuten für 6 solche Viecher ist ja... Also Viecher, Entschuldigung. Für 6 Gerudo-Kommandantinnen ist ja... Easy going. Da kommt die nächste. Wenn ich es jetzt hinkriege... Ah, ne, ist schon vorbei. Schade. Hey!
jetzt reicht's. Habe ich heute schon mal gehört. Hat nicht genützt. Zack! Da geht's nicht lang. Es dauert länger, die zu finden, als sonst irgendwas. So, hier. Das nenne ich mal eine Combo. Aua. Na, was tue ich denn? Ich will mal so ein bisschen Kombos ausprobieren. Weil man auch irgendwie so eine Kombination aus B und A aus Y und X hat. Aber irgendwie endet es immer in was Komischem. Endet immer so, dass es komisch aussieht. So. Jetzt noch Urbosa. Na, wo ist er? Da hinten. Komm ja schon, ich komm ja schon. Hi. Ja, kein Problem. Zeit ist kein Thema, liebes Spiel. Alles okay. Ich prügel einfach drauf los, so. Da du nicht sonderlich schwierig bist, liebes Spiel, einfach drauf los. Guck. So einfach war das. Hui. Das war ein kurzes Training. Sehr schön. Zack. Okay, was ist das? Stachelbrockstock, okay, nicht relevant. Duo-Exalbumerang. Und eine Hacke. Toll. Ich wollte schon immer eine Hacke haben. Bitte keine neuen Missionen. Bitte keine neuen Missionen. Bitte lass den Strang hier erstmal enden wieder. Nicht nach außen zoomen, nicht nach außen zoomen. Dankeschön. Okay, das geht noch nicht. Dann sind wir hier in der Wüste erstmal wieder fertig. Sehr gut. So, hier haben wir... Können wir aber noch nicht. Brauchen wir diese 5 Fische. Ist hier irgendwas Neues aufgetaucht? Nichts, was wir machen können. Nichts, was wir machen können. Hier sind Missionen, die wir machen können. Ich will erstmal die anderen Sachen durchgehen. Können wir nicht machen. Können wir machen. Irgendjemand kriegt ein Herz. Der kriegt ein Herz. Nee, der kriegt kein Herz. Der kriegt 5% weniger Schaden. Auch in Ordnung. Ach, ey. Du hast es geschafft! Ja. Hab ich, Daruk, hab ich. Wir gehen erstmal die Sachen durch, wo ich Sachen verteilen kann. Da kann ich was machen. Es scheint funktioniert zu haben. Längerer Kombo-Angriff. Zack. Da kann ich was machen. Tja, das war eine reife Leistung. Schnellere Herzenregeneration. Was? Okay. Und wir haben Hebra eine Stufe erhöht. Nice. Das ist ja das Nächste, ne? Man muss ja hier die Sachen auch machen, dass die Leute hier... dass man hier diese Ortsmissionen sozusagen macht. Oh, steuere Vamedo, Verteidigung des Waldes. Nice, nice, nice. Könnten wir eigentlich gleich machen, oder? Komm, die machen wir, die Mission. Die machen wir sofort. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Vamedo ist großartig.
Ja. Also dann. Ich aus. Also dann. Falsche Taste. Das waren die normalen Schüsse, ne? Genau. Konnte man nochmal wechseln? Ne, das war die... Oh, wie war die Taste zum Wechseln? Oh, ich hab's vergessen. Muss einfach nur 2000 Gegner besiegen, egal von wo, ne? Okay. Aber irgendwie konnte man wechseln. Ich weiß nicht mehr wie. Blickringklänge. Die Taste war es, okay. Na also. So, 500 sind ja schon down. Also ich glaube, die Mission ist nicht so schwierig. Sage ich jetzt mal einfach auf Verdacht. Ah, ich liebe so Luftschlachten, ne? Das ist einfach episch. Es ist so schade, dass Lilith Wars nicht mehr geworden ist, weil von Lilith Wars hast du, also von Star Fox, ne? Von Star Fox hörst du eigentlich nichts mehr. Es hätte so eine coole Reihe werden können. Aber irgendwie hat Nintendo die einfach komplett in den Sand gesetzt. Was sehr ärgerlich. Scheint mir die richtige Stelle dafür zu sein. So, wir sind bei knapp 1000. Oh, ich könnte auch einfach mal Schloss Hyrule angreifen, wie wär's damit? Ich meine, die könnten mir nichts entgegensetzen, wenn ich jetzt Hyrule angreifen würde, ne? Noch Gegner? Nicht da, wo ich gehe, übrigens. Ah doch, da! Jetzt sind da wirklich viele. So, was war das? Miau. In der Luft wieder die Party ab. Aber ich muss auch hier am Boden erledigen. Hier, Schloss Hyrule, nimm dies. Wo ist Schloss Hyrule? Da drüben Schloss Hyrule. Einfach Schloss Hyrule abschießen. So, 1500. Oh, wir sind gleich bei 2000. Das war's schon gleich. Beenden wir es mit einem großen Laser. Nice. So stelle ich mir das vor. Sehr schöne Mission. Sehr schön. Prima. Okay. Haben wir das auch gemacht? Da dürfte es jetzt keine Nachmission geben, normalerweise. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Mist.
Okay, was ist da drüben? Der wilde Sturm der Orni. Mit Revali. Okay, na komm, auf geht's. Vielleicht sollte man Revali vorher leveln. Ah, geht nicht. Jo. Wie viel kostest du, hochgelevelt zu werden? Ah, mein Gott. Ich kann es mir gar nicht leisten, ihn hochzuleveln, wohin er gehen könnte. Ach, dann lassen wir ihn auf 26 und trainieren ihn so ein bisschen. Ist okay. Er ist stark genug. Er ist stark genug für die Mission. Was soll's. Ich muss kurz was trinken, aber wir laden ja eh gleich erstmal wieder eine Runde. So, jetzt mich fast wieder hier das Headset vom Kopf gehauen. Okay. Ja, das war perfekt zum Trinken, der Ladebalken. Sehr schön. Dafür ist der da. Jetzt habe ich das endlich verstanden. Nanu? Nanu? Dann räumen wir mal ab. Keine Kraft. Das war jetzt neu übrigens. Das war die Attacke war jetzt neu. Gefällt euch das? Dieses da. Diese Raketen, die der da jetzt geschossen hat, das war, glaube ich, die neue Combo-Attacke von ihm, die ich freigeschaltet habe. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen bisher. Ehrlich gesagt. Hört auf zu zappeln! Gefällt euch das? Let's go! Nice. Hier ist Schluss. Der Sieg geht auf mein Konto. Nehmt das. Na da, das meine ich, diese Attacke hier. Aua. Ja, das ist natürlich dauert es länger als mit Link, weil ich halt nicht so stark bin. Klar. Falsche Taste! Ich sehe nix, aber ich bin irgendwo da. Der Sieg geht auf mein Konto. So. Ja, ins Gesicht. Moment mal. Kühlt euch etwas an. Ja, wow. Ich habe es genau rechtzeitig eingesetzt. Es trifft einfach nicht. Was war das denn für ein Fail jetzt? Also wirklich. Das war's. Kühlt euch etwas an. Jetzt aber. Jawohl. Entschuldigung. So, okay, auf zum Hauptquartier. Seht und staunet. Ohne Gnade. Bam. Das sollte es gewesen sein. Zack! Der Sieg geht auf. Nein, das war's. Er ist down. Nee, immer noch nicht. Jetzt aber ja. Oh, da kommt der Nächste schon nach. Da kommt der Nächste schon nach. Was ist das denn hier? Ist ja voll die Party. Das war klar. Kühlt euch etwas ab. In your face.
Der Sieg geht auf mein Konto. Das war's. Nehmt das. Hier ist Schluss. Man muss ich einfach so lange verteidigen, bis die Zeit abgelaufen ist, oder was ist hier los? Und dann kann ich verhindern, dass welche nachkommen, indem ich zu denen in ihrem Quartieren gehe. Dann muss ich einfach wirklich nur hier bleiben und die ganze Zeit verteidigen. Bin mir nicht sicher. So langsam komme ich in Fahrt. Der Sieg geht auf mein Konto. Keine Kraft. Sehet und staunet. Ohne Gnade. Das war's. Doch, man muss es wirklich einfach nur durchhalten. Das könnte man nicht. Der Sieg geht auf mein Konto. Au. Ich meine, guck mal, jetzt läuft die Zeit weiter ab, so, aber muss ich einfach aushalten, ohne dass das Hauptquartier fällt? Ich meine, da oben ist ja die Leiste, ne? Ich glaube, das Hauptquartier darf einfach nicht fallen. Und gerade fällt es enorm. Was ist los? Hilfe! Warum? Hallo? Wieso geht es jetzt weiter runter die ganze Zeit? Das habe ich nicht bestellt. Zappeln. Oder falsch, den ich anvisiert habe, den will ich. Sie hat jetzt wieder mein Quartier überhaupt nicht. Hilfe. Okay. Guck mal, jetzt ist auf 0-0. Haben wir es jetzt geschafft? Jawohl. Okay, wir mussten einfach überleben. Ich war mir unsicher. Es war eine sehr merkwürdige Mission. Aber ich habe es verstanden. Aber man sieht jetzt schon, ne, wenn man gerade auf der Stufe spielt, die empfohlen ist, ist es schon eine knappere Geschichte. Mit Link bin ich halt overpowered. Hätte ich mit ihm auch sein können, wenn ich ihn hochgelevelt hätte mit Geld. So, okay. Ah, so langsam können wir dann sein Zeug auch mal verbessern. Er sammelt auch gerade richtig viele Waffen. Anti-Schneefedern. Okay, aber damit sollten wir die Folge hier erstmal beschließen. Ich gucke nur kurz, ob noch eine neue Mission danach jetzt nachkommt oder ob dieser Strang hier erstmal beendet ist. Bitte nicht rauszoomen. Dankeschön. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage... Tschüss.